Fuß aus. Am Ortsausgang von Tschirn und fahren in Richtung Nordhalben, denen sich selbstverständlich immer wieder drei Täler anschließen. Das heißt also stetig bergauf, bergab. Eine kleine Rast muss eingelegt werden, um den Letzten die Möglichkeit zu geben, wieder am Feld aufzuschließen. Die Trinkflaschen werden gefüllt, die Brille vom Schweiß geputzt, Nordhalben, hinunter zur Stoffelsmühle, in der Gruppe bei Tempo ca. 60 bis 70, eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit. Kurzer unbeleuchteter Tunnel, beim alten Bahnhof natürlich nur für Fotozwecke zu empfehlen und nicht für den öffentlichen Straßenverkehr. Eine sehr gefährliche Sache. Die Straße ist Gott sei Dank nicht allzu sehr befahren. Kann man solche kleine Spielereien einmal bringen. Hier beim Anstieg zum Spitzberg, der letzten nennenswerte Steigung der Frankenwaldtour 92. Weiter bis Dürrenberg, eine interessante Kameraeinstellung. Der nächste Anstieg, 2 Kilometer noch bis Straßdorf. Das Tempo wird nicht langsamer, sondern es wird eher schneller. Der letzte Anstieg der Tour 92 von Straßdorf nach Schwarzenbach. Das Tempo immer noch enorm hoch. Man merkt, das Ende der Tour ist erreicht.